Wir haben gesucht und gecastet, Boost ist der Wahnsinn. Von der Schule zum Star in 20 Tagen. Und Robin hat so einiges an Skills und am Cap. Lennart beweist es sich jetzt, sich und der Welt, richtige Helden. Die coolsten, die besten wie Kelvin, wir stellen sie auf die Probe, immer wieder. Vorhang auf für Janina. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bis zum großen Auftritt bleibt nicht mehr viel. Billy bleibt easy, gechillt und relaxed. Acht Helden mit dem Herzen am richtigen Fleck. Sei dabei, wie in kürzester Zeit Anna ihren Träumen Flügel verleiht. Volle Power, 1000 Fans, alles wunderbar. Gestatten, Honey, Superstar. Das ist Romeo featuring Julia. Letztes Mal bei Romeo featuring Julia. Gemeinsam mit Hip-Hop-Produzent Bizarre arbeiten die Helden an ihrem selbstgetexteten Song. Und die Coaches haben einen neuen Überraschungsgast eingeladen. Ich drehe seit Kindesalter Filme und um alles, was das Thema Schauspiel betrifft, stehe ich euch zur Verfügung. Konstantin von Jascharow, Vollprofi im Film und auf der Bühne. Ich hab die Fresse voll von so einer Scheiße. Kannst du nicht normal reden? Das Konzerthaus in Freiburg. Hier üben die Helden für ihren großen Auftritt mit Romeo featuring Julia. Schauspielcoach Konstantin hat sich einige zum Einzeltraining rausgepickt. Boos soll auf der Bühne die Rolle von Mercutio spielen, Romeos besten Freund. Die Rolle von Amor, dem Gott der Liebe, spielt hingegen Anna. Du bist ja die Liebe, du bist allgegenwärtig. Und die Liebe ist ja dazu da, um Menschen glücklich zu machen. Also das ist deine Aufgabe in der Szene, ihn irgendwie glücklich zu machen. Dafür verschießt Amor alias Anna normalerweise kleine Liebespfeile. Aber Boos hat heute mit Liebe nichts am Hut. Mercutio. Amor. Wie geht's dir? Love is in the air. Jedes Mal, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Oh, du, Mercutio, ich muss jetzt leider gehen. Da ist ein Mädchen. Oh, hier ist ein Mädchen. Und jetzt diese neue. Julia hier, Julia da. Mann, wie lange kennt er sie? Ein Tag? Dann gehen wir los. Oh, du, ich hab... Ja, lass hab mal jetzt Romeo aus dem Spiel. Okay. Da habe ich ihm nochmal gesagt, er soll mal richtig ausflippen. Einfach rauslassen, wirklich. Und den Impuls, er kann schreien, toben. Ich habe ihm gesagt, er soll die Stühle hier zertreten, wenn es sein muss. Natürlich klar ist das nicht. Macht einfach nur, dass man im Kopf hat, ich habe die Möglichkeit, hier alles zu machen. Allein wenn du das weißt, gibt dir das manchmal schon so ein Gefühl, dass es reicht, um auszubrechen. Ganz tief im Inneren liebst du ihn. Du musst es rauslassen. Du musst es spüren. Rauslassen? Ja, lass das. Weißt du, was es rauslassen kann? Diese verdammte Scheiße, die ich immer mit ihm durchmachen muss. Das ist okay. Und dann kommst du mir jedes Mal von der Ecke. Oh, das ist doch Romeo. Das ist doch Romeo. Mercutio. Lieb ihn doch. Natürlich liebe ich ihn, aber was soll denn die Scheiße? Glaubst du, dein Bruder lässt dann jedes Mal hängen? Nein. Wegen irgendwelchen Frauen? Hier, Frauen en masse, kann ich ihm alles geben. Ich verstehe dich. Ich muss irgendwas finden, was ihn wieder runterkommen lässt, auf den Boden bringt. Dass er nicht sich verliert in diesem Ausrasten. Dass ich den so unter Kontrolle bringe. Das ist so schwer. Du verstehst mich nicht! Versuch dich zu... Verdammt! Aber Liebe ist doch alles, was zählt. Liebe? Liebe, ich habe meinen Vater geliebt. Du liebst... Und Liebe ist das, was mich kaputt gemacht hat, weil mein Vater nämlich weg ist. Du, ich und Liebe sind keine Freunde, ist dir das klar? Weißt ich du, und Liebe sind keine Freunde. Aber weißt du... Keine warum, Freunde! Weißt du, warum du so ausrastest? Weil du in diesem Rahmen, wie man sich verhalten muss, so eigentlich, da konnte ich gerade richtig rausspringen. Und es war trotzdem ja noch professionell, sagten wir und so, ne? Oh, das flippt ja gerade voll aus. Nee, das ist eine Szene, die er spielen muss. Oh, okay. Ich bin für dich da. Ja? Und Romeo... Du musst ihn verstehen, wenn... Schön, ja, Wein. Schön. 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 Chapeau. Es hat richtig funktioniert. Wir waren alle so... Wow, was ist denn da jetzt gerade aus dem Haus gekommen? Also ich war sehr beeindruckt, weil ich bin jedes Wort geglaubt. Und die kleine Anna ist sowieso genial. Die ist... Die schüttelt es so aus dem Ärmel und macht es so glaubhaft und charmant und süß. Da kann ich gar nichts sagen. Also sie hat ihm auch sehr, 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 sehr geholfen. Ist immer ganz wichtig, sowas kann ich nicht aus ihm rauskitzeln. Wenn die Leute untereinander machen, ich gebe nur so den,
den Stupser. Einen richtigen Stupser sollen auch Janina und Kelvin bekommen. Damit können sie ihre Liebe als Romeo und Julia noch intensiver spielen. Auf meinem Plan heute stand noch drauf Kussszene. Klar, da denkt man sich schon so, oh je, okay, Kamerateam, ganz viele Leute gucken zu mit dem Kelvin, oh je, wie wird es denn jetzt? Bei euch beiden muss es im Prinzip echt immer funken, man muss immer merken, zwischen euch eine Verbindung aus. Hat es bei den beiden vielleicht sogar schon gefunkt? Hä? Cousin, wie geht's? Auch gut, auch gut. Also ich habe mich mit dem Kelvin schon ein paar Mal jetzt auch außerhalb der Dreharbeiten getroffen, weil er ja ganz in der Nähe hier wohnt und weil wir so ein paar Sachen hatten, die wir vielleicht zusammen machen wollen. Wir verstehen uns total gut. Meine Freundin Vicky hat ihn auch schon kennengelernt und die hat auch schon gesagt, ja, der ist total süß und sie mag ihn auch direkt. Also doch, ist ein ganz süßer. Kelvin und Janina, das passt gut zu Romeo und Julia, finde ich. Sie hat viel von dem Romeo erzählt, dass er gut aussieht und dass er gut rappen kann. Ja, ich denke schon, dass sie Janina den Kelvin süß findet. Und welche Mädchen findet Kelvin gut? Bei Mädels mag der Kelvin auf jeden Fall Bodenständigkeit. Sie sollte auf jeden Fall Style und Klasse haben, aber also sie müssen trotzdem irgendwie tiefsinnig sein. Also aber auch gut aussehen. Die Janina ist ja meine Julia. Die wirkt anfangs sehr lieb, aber die hat auch, wie man auf typisch Deutsch sagen würde, faustdick hinter den Ohren. Also, naja, ist auch so ein little bad girl irgendwo. Kelvins erste und schwierigste Aufgabe heute. Er soll versuchen, Janina zu küssen. Wenn der Tag zu Ende geht und die Nacht bricht an, leg ich Blumen auf das Grab unserer Liebe. Wenn der Tag zu Ende geht, flüchte ich mich in einen schweren Traum. Man spürt auch von außen, wenn man guckt, du machst nicht ganz. Also man könnte denken, wenn man dich sieht von außen, dass du schwul bist gerade. What? Ja. Also ich sag dir knallhart, so wie es ist. Normalerweise bin ich da so ganz lässig und dann läuft es auch alles. Aber heute musste ich das einfach komplett anders machen. Ich musste voll einen auf zum ersten Mal richtig verliebt machen und total fürsorglich und dann das auch noch auf Kommando. Und das ging gar nicht bei mir. Das Problem war irgendwie nur, dass ich das Gefühl hatte, er fühlt sich richtig unwohl. Und das war für mich irgendwie, also es war dann für mich auch schwer. Und deswegen habe ich das auch mit dem Kuss gar nicht so zugelassen, weil ich die Stimmung einfach nicht gespürt habe. Wir probieren das Gleiche nochmal und du kriegst noch eine andere Aufgabe dazu. Okay. Du darfst nicht grinsen. Mhm. Weder lachen, grinsen, du bist ernst. Du willst was von der Frau. Okay. Was? Du bist zwar natürlich cooler Dings, aber du weißt ja, was Frauen auch mögen, ist, wenn man mal kindlich wird. Gerade wenn man verliebt ist. Kindliche Seite. Dieses kindliche Verliebtsein, das hat er einfach noch nie gespürt. Nee, das hat er uns allen auch erzählt, dass er eben noch nie verliebt war. Als 18-jähriger, gut aussehender Typ war er noch nie verliebt, was für mich eigentlich unverständlich ist, aber wenn man diese Liebe noch nicht so kennt, dass es für ihn dann auch viel schwerer ist, sich damit zu identifizieren, als jetzt für mich. Du musst sie kriegen. Und das hat jetzt zweimal mit deiner Coolness nicht funktioniert. Wenn du, also muss ich... Pass auf, ich gebe dir jetzt noch eine Aufgabe, dann probieren wir es noch ein letztes Mal. Okay? Okay. Los geht's. Wohin willst du? Komm. Entführ mich. Ans Ende der Welt. Was ist das? Was soll ich mich machen?
Frau. Montagu. Montagu, keine Kappe. Mit was? Soll ich für dich tanzen? Sollen wir zusammen tanzen? Er hat sie wirklich bekommen. Sie hat dann angefangen zu lachen und Dings. Und du hast gemerkt, plötzlich hatten die beiden eine Verbindung und es hat gefunkt. Und letztendlich hat er ihr den Kuss gegeben. Also die Aufgabe wurde erfüllt und beide standen da und haben gesagt, krass, das war ein ganz anderes Gefühl gerade. Und jetzt habt ihr eine Haltung und jetzt kann man super anfangen, in der Szene zu arbeiten. Oder könnte man. Schön, ihr beiden. Ich habe irgendwie nicht Kelvin vor mir gesehen, sondern ich habe eine eigene Situation, die ich erlebt habe, mir vorgestellt. Und da fing dann wirklich an, mein Herz zu klopfen. Und da habe ich dann auch die Kameras vergessen. Nun sind da leider noch ganz viele andere Jungs draußen, die ihr an die Wäsche möchten. Und das könnte natürlich auch zum Problem werden, wenn das jemand anders tut. Noch ist das kein Problem in der WG der Helden. Die Stimmung ist locker und gut. Auch wenn die Kussszene natürlich heftig diskutiert wird. Erzähl mal. Voll der Schäfer, stimmt. Wie war's? Ja, Mann, wir haben ja, also ich muss sagen, Kelvin hat es leider nicht so geschafft, mich so zu überzeugen. Echt? Warum denn? Ich weiß nicht, der war so. Naja, wie er halt ist, er hat so auch viel getan und so, und das hat mich irgendwie nicht so überzeugt als Julia. Ich hab noch nie irgendwie so ein Mädchen auf diese Weise so probiert rumzukriegen, so voll lieb. Nein, du willst doch Julia nicht rumkriegen, das hast du immer noch nicht gecheckt. Du hast sie ja drin, oder? Das hab ich schon so oft erklärt, du bist in sie verliebt, du willst sie nicht einfach rumkriegen für eine Nacht, wie sonst immer deine Chicks sind. Du weißt es nicht. Hani und Billy können überhaupt nicht verstehen, was für ein Problem Kelvin mit der Kussszene hatte. Der Connor hatte ihr ja gesagt, sie soll es erst dann zulassen, wenn sie es so empfindet, dass ich es richtig mache. Und so wie ich sonst mache, war nicht richtig. Du hast probiert und sie hat nicht zugelassen. Ganz genau, weil das, wie ich sonst immer mache, nicht bei ihr gezogen hat. Das war richtig schlecht. Was hat er denn gemacht? Oh, ja. Was ist denn so schlecht? Ja, dann muss er echt ein bisschen anders, weißt du. Ich glaube, aber jetzt kommt hier. Da müsste man so. Jetzt ist hier theatralisch. Ich war ganz aufgeregt. Ja, ich wollte sie nicht vor der Kamera so begrapschen oder was? Da verstehe ich den Kelvin auch ein ganz kleines bisschen nicht, warum er es nicht gemacht hat. Weil ich meine, Janina ist ein hübsches Mädchen, sieht gut aus und ist jetzt nicht ein Mädchen, wo ich auch selber sagen würde, so, ey, mit dem mache ich nichts. Nein, man muss es richtig machen. Ja, was ist denn richtig? Ja, ja, komm, Hanni, komm. Ja, jetzt komm hier, Paris. Geht, Alter. Paris, zack. Paris, weiß ich jetzt. Hör dich mal auf, Julia. Ach, Janina. Jetzt komm, Paris. Nein, wir machen es so. Ja, ist so. Sehr schön. Ja. Also ich hätte jetzt schon gehört, warte, hättest du es jetzt zugelassen? Ja. Echt? Janina steht eher auf den Typ von Hani. Das hat sie mir ja auch gesagt. Er ist sehr charmant, er ist lustig und sonst was. Ist nicht so ernst und so ein Kram. Ich müsste dann eher so sein wie der Hani. Und das ist halt für mich schwer, sozusagen mich selbst in diese andere Rolle zu versetzen, weil das mir nicht so ganz entspricht halt. Das Problem wird Kelvin bald lösen müssen. Im Konzerthaus beginnt aber zunächst ein neues Kapitel des Workshops. Tanz und Choreografien mit Schülern aus Freiburg. Es werden noch ca. 110 andere Jugendliche sich mit euch mitbewegen. Ihr müsst euch da nicht alleine fühlen, so wir hier, wie nur wir acht, sondern dass ihr seid gut sozusagen unterfüttert noch mit den anderen. Da sind sie! Das erste Zusammentreffen. Zwar sind noch nicht alle Schüler dabei, aber die Helden haben heute das erste Mal sozusagen Publikum. Luca und Heinrich sind Meister im Hip-Hop-Dance und haben sich die Choreografien ausgedacht. Coach Robin stellt die Helden vor. Die wissen noch nicht so recht, was da auf sie zukommt. Ich hoffe, dass es Spaß macht heute, dass es nicht zu anstrengend wird. Ja, ich denke und hoffe mal, dass ich das hinkriege so. Ne? Billy ist ja eigentlich ein ganz guter Breakdancer. Da müsste doch was gehen. Doch schon beim Aufwärmen kommen einige unserer Hip-Hopper aus dem Takt.
hundertprozentig drin im Rhythmus, ist Anna in der ersten Reihe. Vorne sehe ich viel mehr, weil ich ja klein bin. Und zweitens macht mir voll Spaß und ich habe so erwartet. Ich konnte es kaum erwarten, dass es endlich anfängt. Und jetzt ist es ja da und dann wollte ich vorne stehen. Während die anderen beim Tanzen schwitzen, bekommt Kelvin Sondertraining. Er probt mit einem der beiden älteren Schauspieler in einem Nebenraum. Romeo. Romeo. Profischauspieler Christoph spielt im Stück Pater Lorenzo, den väterlichen Freund von Romeo und Julia. Er unterstützt und traut heimlich das Liebespaar. Ich bring dir Nachricht von des Prinzen Spruch. Ein mildres Urteil floss von seinen Lippen. Nicht Leibestod, nur leibliche Verbannung. Hier Schmerz und Dramatik, dort Tanz und gute Laune. Nur einer steht am Rand und kann sich so gar nicht begeistern. Lennart. Auch Coach Robin kann ihn nur kurz zum Mitmachen animieren. Ich würde sagen, ich bin ein recht guter Tänzer. Allerdings ist das hier voll blöd. Beim Lennart muss man vielleicht noch ein bisschen bei der Motivation ein bisschen schrauben. Also weil der ist noch so ein bisschen so, das ist kein Hip-Hop und so. Das mit der Motivation wird wohl noch eine größere Herausforderung. Doch der stellt er sich erst einmal nicht und haut einfach ab. Ein anderer Held ist dagegen voll bei der Sache. Doch dir zulieb hat sie der gütige Fürst beiseite gestoßen und Verbannung nur statt jenes schwarzen Wortes ausgesprochen. Und diese treue Gnad erkennst du nicht? Halt ein, die tolle Hand! Da ging es darum, dass ich total am Boden zerstört bin und glaube, Julia wäre tot. Und ich habe ja Tywald umgebracht und dachte auch, ich wäre zum Tode verurteilt. Dann erzählt mir Pater Lorenzo, dass ich aber nur zur Verdammung verurteilt bin, aber das ist für mich ja genau dasselbe, weil ich Julia nicht sehen kann. Und ja, das haben wir dann gerade so ein bisschen geübt. So dieses theatralische, melancholische. Robin, auf! Sei ein Mann! Denn deine Julia lebt! Sie, der zulieb du eben tot hier lagst. Das ist ein Glück. Die Geste ist fast zu viel. Guck ihn nur an. Gar nichts machen. Nur, sie kommt an, auch nicht Julia, sondern Julia. Und dann ist es wie so körperlich, kannst du ein bisschen entspannen. Das reicht, okay. Das ist viel stärker als irgendwas, man einmal nochmal so in dieses eher, genau. Ich habe noch nie wirklich geschauspielert, also ich wurde schon total oft irgendwie interviewt oder sowas, fürs Fernsehen auch, aber geschauspielert habe ich noch nie wirklich auf so einer Bühne oder im Fernsehen. Super. Dass wir gestern mit dem Konstantin, also mit dem Connor, Schauspielunterricht hatten, hat mir unglaublich geholfen. Mich da hineinzuversetzen in den Romeo, wie man das auch ein bisschen preisgibt, so die Emotionen und wie es einem geht und alles. Die anderen Helden erarbeiten jetzt den ersten echten Romeo featuring Julia-Tanz. Fangt an mit Tanz der Ritter. Ihr erinnert euch, das war das der Paartanz am Anfang. Hat jeder einen Partner? Sucht euch mal sonst einen neuen. Wir haben jetzt auch viele neue Jungs zur Verfügung. Erst traut sich keiner so recht. Aber dann kriegen unsere Rapper natürlich doch ein Mädchen ab. Das ist auf der Party. Wo die Eltern von der Julia die mit Paris verkuppeln wollen. Die Jungs haben 4 Schritte nach vorne. Wir starten mit der rechten Fuß. Wir gehen nach vorne, ran, vor, ran, vor, ran, letztes Mal. Jawohl. Die Schüler aus Freiburg hatten bereits mehrere Übungsstunden, beherrschen die Bewegungen deshalb schon ganz gut. Rechts, links und Kreis. Für die Helden ist der Einstieg schwierig. So viele neue Schrittkombinationen.
Da kapituliert selbst Tanzprofi Anna. Aber mit jedem Mal üben, grooven sich unsere Rapper besser ein. Allround-Talent Boos hat nach ein paar Stolperern seinen Flow auch beim Tanzen gefunden. Neu ist für ihn der Paartanz. Aber bald hat er sich und die Partnerin gut im Griff. Also ich glaube, total leicht gefallen ist es jetzt Boos. Der hat es auf jeden Fall besser gemacht als ich. Der crumpt ja auch. Crumpen ist ein Freestyle- und Battle-Tanz, der aus Los Angeles kommt. Das ist die große Leidenschaft des Hamburgers. Schnell und aggressiv. Das Crumpen bedeutet für ihn zurück zu seinen Wurzeln. Und seine Wurzeln sind ja in der Elfenbeinküste. Und da wird sehr, sehr viel getanzt. Ich weiß, dass sein Großvater der beste Tänzer im Dorf war. Dass also große Tanzveranstaltungen gemacht worden sind. Und das ist für mich nicht so normal jetzt, dass Bruce das eben auch macht. Der hat schon getanzt, als er gerade stehen konnte. Da ging es schon los. Da wusste ich schon, oh, der hat einen Rhythmus. Auch sein Crumping-Lehrer schwört auf das Rhythmusgefühl des 17-Jährigen. Aber kann Boos auch in einer Choreografie tanzen? Ich weiß, dass er auf jeden Fall schon Choreos getanzt hat. Er hat ja bei mehreren Projekten schon mitgewirkt. So. Also ist auf jeden Fall schon ein Allround-Tänzer, würde ich sagen. Also er kann schon verschiedene Sachen beherrschen. Eine Tanzchoreo zu klassischer Ballettmusik hat aber auch Boos noch nie mitgemacht. Auch die anderen Helden nicht. Selbst Breakdancer Billy hat so seine Probleme mit den einstudierten Schritten. Billy war hinter mir, aber ich habe immer nur so gehört, oh Scheiße, Mist, verdammt. Also ich glaube, bei dem hat es nicht so gut geklappt. Und einmal habe ich auch so rüber geguckt und der war immer so ein bisschen hinterher. Und ich glaube, er hat es noch nicht so drauf. Beim Break, da gehe ich einfach rein und mache was. Da bin ich irgendwie nicht gebunden an irgendwas, an irgendwen, sondern ich gehe einfach rein und mache meine Sache und trainiere, was ich trainieren will. Und hier ist es dann halt so, da musst du gucken, den merken und halt, keine Ahnung, Multitasking. Auf Breakdance bin ich gekommen auf der Straße. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat so ein bisschen gebreakdanced und ich habe es dann auch versucht. Und das habe ich jetzt schon seit ungefähr knapp 3 Jahren. Bin ich dabei und es macht mir auch einen riesengroßen Spaß, auch wenn man manchmal ziemlich viel Geduld haben muss, weil die Moves dann nicht klappen, aber ist halt Breakdance. Breakdance, nicht zu vergleichen mit Ballett. Trotzdem waren die Hip-Hop-Lehrer zufrieden. Ziemlich gut, hätte ich nicht gedacht, weil einige Rapper bringen ja schon Tanzerfahrungen mit und es war echt gut. Ich fand es echt gut, ja. Lob also von den Hip-Hop-Lehrern. Eine erste Hürde ist genommen. Aber es stehen noch viele weitere Choreos auf dem Programm. Erst wenn die Helden alle beherrschen, kann Romeo featuring Julia Premiere auf der Bühne feiern. Und nächstes Mal, wer schafft die Choreos? Ich glaube, für Anna ist es überhaupt kein Problem zu tanzen. Für Robin ist es ein Problem, er gibt sich total Mühe. Und Lennart gibt sich noch gar keine Mühe. Kann Lennart nicht oder will er nicht? Das Letzte, was ich machen würde, ist zu sowas tanzen. Sowas kann man sich ja anhören, weißt du? Aber da kann man nicht zu tanzen, das macht ja alles kaputt. Du bist keine, weißt du, wie man das in der Klassik nennen würde, keine Diva, mein Lieber. Eine Diva ist so eine Opernsängerin, die, so geht es aber nicht und das geht aber auch nicht. Du musst richtig auf den Boden der Tatsachen kommen.